Weißt du, was mir auffällt? Ich habe noch nie einen Baumstumpf mit Beinen gesehen. Nee? Hallo, herzlich willkommen bei Bier und Spiele. Moin moin. Mein Name ist Daniel. Mein Name ist Patrick. Und heute spielen wir? Woodle Tree Adventures. Wir haben uns gedacht, bei den ganzen AAA-Titeln, die 2015 rauskommen, GTA 5 und Witcher 3 und so, darf man Woodle Tree Adventures nicht außer Acht lassen. Eben. Wir haben schon ein bisschen angefangen. Ja. Also ich, Daniel ist hier dieser Holzklotz. Ich springe mal, damit ihr mich erkennt. Ja, ich bin draußen und komme nicht rein. Achso. Weil die Kamera ist immer auf den Holzklotz zentriert. Ja. Ja gut, das ist wie im echten Leben, ne? Ja. Und wir müssen dazu sagen, wir haben es schon zum Testen gespielt und schon 30 Mal durchgespielt. Ja, im Internet gibt es ein sehr aktives Woodle Tree Adventures Pro Forum. Ja. Pro Gaming Forum. Scheiß Raupe! Daniel ist da jetzt Admin und hat deswegen in Zukunft nicht mehr so viel Zeit für Bier und Spiele. Ui, das war knapp. Weil, wenn man nicht stirbt, da gibt es so eine mega blutige Animation, die wollen wir hier natürlich nicht zeigen. Jetzt sollten wir aber echt mal serious spielen, also wie immer quasi. Ja. Guck mal, Wichser. Wir laufen hier echt noch rum und töten die ganzen harmlosen Viecher. Oh, da. Ist der Wood Slenderman. Wie bin ich da auch gekommen? Oh, was ist das? Ah. Ui. Nein. Ich bin immer noch da hinten, ne? Kannst du dich starten? Hier oben ist. Guck mal da, hinten. Das oh, ist ja, der guckt ja freundlich. Das ist ja dein Ebenbild. Wieso komme ich ja nicht hoch? Du kannst auf meinen Rücken springen. Ich glaube, das ist so. Man muss das so zusammenspielen. Nee. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Danke. Ja, man muss das zusammenspielen. Ja, lass mich ruhig zurück. Zack. Ja, da hast du davon. Oh, komm jetzt aber mal echt. Also. Okay, wer ist schneller? Achso, man kann laufen. Guck mal hier. What? Ich komme mal nicht runter. Wir wissen beide, wie das endet. Meinst du, da unten gibt's noch was? Ja. Mhm. Ich glaube, da muss man. Siehst du da unten den Schatten? Ach, halt die Fresse. Boah, das ist so Open World hier. Wow. Oh, der ist aber angry. Oh. Wir sind so voll die Killer hier. Alter. Was passiert? Ich hab den nur berührt. Ich dachte, der wäre freundlich. Weil er so lächelt, ne? Ja. Ja, das so, ab ist jetzt, ganz hinterhältig. Ab jetzt werden knallhart alle geblättert. Patrick, soll ich mal einen Gag machen? Ja. Ist dir aufgefallen, dass mein Sack immer dicker wird? Ja. Guck mal, jetzt habe ich einen Sack und einen Wassertropfen. Nennen wir es Wassertropfen. Das ist ein Aufzug, Junge. Also, komm mal hier hin. Du weißt ja, es hilft kein Schütteln, es hilft kein Klopfen. In die. Nee, weiter weiß ich nicht. Nee, ich weiß auch nicht mehr. Heißt du dann Woodle? Wahrscheinlich. Aber müsstest du nicht tot sein, wenn du so ein abgesägter Baumstamm bist? Oh, die Perspektive hier. Ja, die Perspektive. Komm hier. Gar kein Problem für den Biber. Ja, geh mal weiter, damit ich auch drauf kann. Ja, du kannst ja auf mich drauf springen. Och, ich komme halt nicht hoch. Mit so einem dicken Sack kann man halt nicht gut springen. Ja, du weißt, wovon du redest, ne? Ja. Oh, Junge! Was hast du hier Hattest du hier in der Schule auch hochspringen? Ja. Im Sportunterricht? Auf Blöcken, die in der Luft einfach... Nein, aber am Anfang, als das noch keiner konnte... Oh, Junge! Entschuldigung. Oh. Da war doch zwischen diesen Pfosten nur so ein Gummiseil gespannt, ne? Hm. Weiß nicht, auf was für einer merkwürdigen Schule du warst? Ja, damit sich an dieser Latte keiner wehtut. Ja, jetzt kommt der Witz, irgendwann sagt der Sportlehrer, heute macht man Erz, heute springen wir mit Latte. Ja, und das war dann lustig. So, was haben die gesagt in der Waldorfschule? Ja. Wieso können die an der Seite gehen? Echt mal. Oh, das ist noch so ein Tropfen. Ich weiß gar nicht, für was wir das brauchen. Das sind die Tränen der verlorenen Kinder. Der Seelen. Damit wir die Dämonen beschwören können.
Weißt du, das ist ein Kinderspiel, ne? Und du versagst schon. Mein Gott, das ist wie Dark Souls. Merkst du das nicht? Dark Tree Adventures? Dark Tree Adventures. Wie sagt er den traurigen Smiley? Doppelpunkt, Klammer auf. Weil er guckt ja ganz fröhlich eigentlich. Ja. Kannst du dich mal bitte hier hin... Oh, nee, da geht's nicht. Ah! Guck mal, ich kann die Kamera verändern. Wie machst du das? Mit dem rechten Stick. Ja, toll. Ich kann das natürlich nicht. Guck mal, so kann man das... Ah, guck mal, so kann man das nochmal richtig spielen. Ja, so... Jetzt kommen wir hier auch endlich mal hoch. Endlich, ne? Komm hier rüber, damit sich die Kamera so dreht. Nee, ich fahre jetzt hier mit dem Aufzug hoch. Ich mach keinen Bock mehr. Na toll. Aber weißt du, was mir direkt auffällt? Es macht viel mehr Spaß als Daikatana. Ja. Ich finde die Story auch besser. Ja. Und den Baum hier. Ein lebender, abgesägter Baumstumpf und ein Biber sammeln Fantasiegemüse ein. Oh. Oh, was für Pups. Ja. Fantasiegemüse. Ja, oder was ist das? Die Radieschen? Oh, weiß ich nicht. Ich sehe gar nichts durch den Sack. Ja. A Secret. Nee, schön. Ist das die bevorzugte Fortbewegungsmethode für Bäume? Ja. Sind das hier eigentlich deine großen Brüder? Ja. Ah. Hallo Tim. Simon. Erik. Melchior. Das sind die drei. Die drei Pokémon-Trainer aus dem Morgenland. Wer kennt sie nicht? Jetzt geh doch rein, Junge! Ja, bin ich doch. Oh. Also, ich habe eben schon mal mit dem Bierboten telefoniert. Ja. Und der meint, wir sollen die guten Gläser rausholen. Der hat heute Edelbier für uns. Edelbier? Ja, sowas ganz Schickes. Ah! Geklingelt. Hast du geklingelt? Ja. Ich höre das nie. Also hier sind schon mal die schicken Gläser, ich habe die schon mal rausgeholt. Oh. Für das Edelbier. Das sind, Sind das spezielle Biergläser? Ja, tschechische Hochleistungsbiergläser. Stimmt. Ah. Mm. So, hier ist der gute Beute. Hast du ihm auch wieder 2 Mark gegeben? Ja, 2,50. Gut, das kommt er ja nicht mehr, ne? Ja, der, ich musste die ganzen 12 Stockwerke runterlaufen. Ja. Weil er sich beide Beine gebrochen hat und nicht hoch konnte. Ist er hier hingerobbt, um uns das Bier dann zu geben? Ja. Super, finde ich gut. Wir haben nämlich heute. Oh. Zlatopramen. Das ist Premium-Bier? Das ist ja recht teuer, ne? Das ist sehr teuer. Das ist nämlich original von 1698. 42. In der schönen Plastik-Maxi-Flasche. Ach, das ist Plastik? 1,5 Liter, ja. Oh, wie schön das hier mit dem Papier drum getüdelt ist. Ja. Man muss das dann nämlich erst so abmachen. Ach so. Oder man dreht es einfach auf. Ja. Also der Bierbote hat es echt raus, ne? Also er weiß immer, womit er uns eine Freude machen kann. Ja. Der ist leider ein bisschen schüchtern, deswegen möchte er nicht auf dem Video zu sehen sein. Aber irgendwann wird es soweit sein. Das heißt, es gibt jemanden, der noch hässlicher ist als wir beide. Nee, der ist extrem gut aussehend, der ist nur schüchtern. Ach so, okay. Prost! Prost! Da schmeckt man die Qualität dahinter. Ich schmecke eher so ein bisschen Plastik. Hm? Ja. Wie Plastik? Nee, Qualität, wollte ich sagen. Ja, ja. Glasflaschen. Glas. Wiederverschließbar, unzerbrechlich, leicht, ideal für Ausflüge. Aber für Ausflüge ist das ja echt gut eigentlich. Für Ausflüge ist wirklich gut. Wenn du zum Beispiel eine Fahrradtour machst, dann hat man ja meistens so einen Halter für ISO-Flaschen oder so. Ja, und da kann man prima eine Zlatopramen-Flasche reinstecken. Oder mit so einem Rucksack dabei, da kann man gut 3 Flaschen mitnehmen. Ja. Das reicht dann auch für die Wenn man Durst hat vom Wandern oder so. Ist ja auch isotonisch. Ja. 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 Also im Prinzip kann man das auch mit ins Fitnessstudio nehmen. Ja. In die Muckibude. Entschuldigung, Patrick, geh das für dich selber verantwortlich. Da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Oh.
Sag mal, äffst du mich gerade nach? Nee. Achso. Weil das hätte ich cool gefunden. Ich glaube, wir müssen da lang. Kannst du jetzt respawnen? Ja. Ach schade, ich dachte, da fällt das die ganze Zeit so runter. Aber hier geht's. Hier vielleicht? Ah. Wo bin ich denn eigentlich? Ah da. Oder muss man vielleicht hier lang? Hier? Meinst du? Ja. Oh, ach da. Also hier, ich habe ein Review habe ich gelesen von dem Spiel. Guck mal hier, die Traube, das gibt's ja auch nicht. Und in dem Review wurde das Spiel in den höchsten Tonen gelobt. Ja, das hab ich nur geschrieben. Ein riesen Manko gab's. Man kann leider nicht weit genug rauszoomen. Ja, das finde ich auch. Wir können auch mal tauschen, Patrick, wenn du auch mal cool sein möchtest. Nee. Boah. Deinen Sack kannst du alleine tragen. Wow. Man kann ja auch einfach drüber laufen, ne? Was oft? Ja. Wenn man schnell läuft. Kann man nicht. Ich meine auch laufen, nicht gehen. Kann man das überall? Nee. Ja, überall. Nee, aber ich glaube, wenn du es im richtigen Winkel machst. Lass mich mal vorgehen. Bei mir ist nicht so schlimm, wenn ich sterbe. Ja, stimmt. Wenn man hier die kurzen Ecken nimmt. Ja, genau. Oder das lange Loch. Ja. Guck mal, da ist jetzt eine weiße Plattform. Vielleicht kommt man ja da hin. Quatsch. Lass mal rausgezoomt. Pass auf. Mit ein bisschen Anlauf. Ich glaube, das geht. Oh. Jetzt aber von war, da oben. War das schon der Versuch? Nee. Du bist leider im Weg so ein bisschen. Wo soll ich denn? Okay, jetzt. Mit Anlauf. Ja, doch. Ja. Ich glaube, wenn du ein bisschen mehr Anlauf nimmst, könntest du es schaffen. Ja, okay. Spielst du, das Spiel immer noch im Clan eigentlich? Ja. Wir sind die, Ich versuche jetzt nicht darüber zu spielen. Viva Assassins. Die Viva Assassins. Ich glaube, das Spiel hat in Wirklichkeit eine ganz tiefe philosophische Bedeutung, die wir aber nicht verstehen einfach. Ja, und zwar? Achso, die verstehen wir ja nicht. Habe ich ganz kurz vergessen. Mein Pet hat sich gerade disconnected. Ach, lügt doch nicht. Und der geht von alleine, guck doch. Mach nochmal an. Vielleicht ist der Akku leer oder so. Ja, was ist denn das für eine Vorbereitung?